dann wollen wir beginnen. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserer Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Frisch auf Göppingen und möchte den Trainer wie immer bitten, einen Ausblick auf die Schwaben zu geben und uns zu sagen, wie es in der Mannschaft personell ausschaut. Personell sieht gut aus. Noah Theiling auch ein bisschen ist krank, aber ich glaube, ich hoffe, dass er es bis Sonntag hinkriegt. Das glaube ich auf jeden Fall. Und sonst, wir freuen uns wieder, dass wir spielen müssen dürfen. Wir waren nach letztem Aufsatzspiel ein bisschen enttäuscht von uns selber. Alle, finde ich, hat man direkt nach dem Spiel gemerkt, auch im Training. So, wir wollen wieder so schnell wie möglich spielen, weil das war ein Spiel, Punkte, was wir aus der Hand selber gegeben hatten, das wollen wir am Sonntag besser machen. Und wir wollen auch jetzt die letzte acht, wir gucken natürlich von Spiel zu Spiel, aber jetzt die letzten 5 Wochen, 8 Spiele, mehr eine Mannschaft sehen. Wir wissen, wir können spielerisch, taktisch gegen alle Mannschaften mithalten, alle Sachen sehr, sehr gut machen, aber die letzten Spiele mit noch mehr viel Spaß am Spiel, Emotionen, Kampf, Wille, dass das noch ein bisschen mehr rüberkommt, diese letzte Spiele, was wir haben, und vor allem jetzt schon am Sonntag, und dann werden wir auch erfolgreich sein, Punkte holen und auch unsere gute Saison bis jetzt auch gut zu Ende bringen. Und das damit fangen wir noch mehr am Sonntag an. Und am Göppingen wissen wir auch, dass wir haben da gewonnen. Ich glaube, die wollen auch gegen uns ein bisschen Revanche haben, glaube ich. Auch eine gute, erfahrene Mannschaft, sehr erfahrene Spieler, sehr wurfstarke Mannschaft. Kann uns ein bisschen liegen. Die sind ein bisschen größer, langsamer. Müssen wir mit unserer schnellen Spiel, Schnelligkeit, Umschaltungsspiel, alle diese Sachen umsetzen. Und dann, finde ich, haben wir eine gute Möglichkeit und gute Chance, auch gegen eine so gute Gegner zu gewinnen. Danke dir, Robert. René, was erwartest du dir vom Spiel gegen den amtierenden EHF Cup Champion? Ja, ich denke, wie Robert hat es gesagt, möchten natürlich wieder 2 Punkte hier in Nürnberg gewinnen. Ich denke, die Aufgabe wird natürlich sehr schwer werden. Wir haben zwar dort auswärts ein Riesenspiel gemacht und konnten auswärts gewinnen. Auf der anderen Seite kommt hier halt der amtierende EHF-Cup-Sieger und auch souverän Qualifizierte fürs erneute Final Four. Dementsprechend ist das natürlich eine große Aufgabe, die wir vor der Brust haben. Aber wir haben auch aus dem letzten Spiel unsere Lehren gezogen, wussten, dass wir da kein schlechtes Spiel gemacht haben. Wir waren einfach noch nicht effektiv genug. Ich denke, wenn wir das gegen Göppingen wieder auf die Platte bringen, dann haben wir eine gute Chance, da ein gutes Ergebnis auch zu erzielen. Und die Jungs wollen natürlich vor der Kulisse jetzt am Sonntag, wir werden auf jeden Fall deutlich wieder zwischen 3.500 und 4.000 Zuschauer in der Halle haben, in der kleinen Variante. Das wird wieder ein schöner Hexenkessel werden. Und da wollen wir natürlich uns wieder präsentieren und 2 Punkte hier in Nürnberg behalten. Danke, René. Pavel, du hast für Göppingen gespielt. Die beiden haben es angesprochen, ihr habt in Göppingen das Hinspiel gewonnen, so das erste Ausrufezeichen der Saison gesetzt. Wie gehst du das Spiel an am Sonntag? Eigentlich wie jedes anderes Spiel. Da bleibt nichts anderes übrig. Robert hat alles Wichtiges gesagt. Die sind sehr gefährlich vom Rückraum und die haben auch gute Außenspieler, die schnelle Gegenstöße abschließen können, wenn wir ordentlich spielen und unsere Chancen nutzen können und unsere Abwehr mit den Torhütern gut zusammenspielen, dann haben wir immer eine Chance, vor allem zu Hause. Danke euch. Zeit für eure Fragen. Bitte kurzes Handzeichen an das Mikrofon, und Philipp Rosa von der Nürnberger Zeitung beginnt. Pavel, du hast es angesprochen, war ja auch das große Manko in jetzt beim Bergischen am Wochenende Chancenverwertung. Weil ihr habt ja vorne gut gespielt, 25 Minuten lang im Grunde den Bergischen auseinandergenommen. Und dann war es wie abgerissen, weil ihr die Chancen nicht mehr reingebracht habt. Habt ihr die Woche nochmal gezielt daran gearbeitet? Ja, wir haben es versucht. Robert hat sich da was einfallen lassen, vor allem was die leichte Tore angeht. Aber das
Das passiert immer wieder, leider. Aber nicht nur bei uns, dass die hundertprozentige Chancen liegen gelassen werden. Wir müssen einfach, oder die Spieler, die in den Chancen sind, dann müssen die nutzen. Das ist eigentlich nicht so schwer, aber manchmal hat man keinen guten Tag. Katharina Tonsch, Nürnberger Nachrichten. Vielleicht nachfragen, der Trainer hat sich etwas einfallen lassen. Was hat er sich denn einfallen lassen, jetzt als Nachfrage kurz? Das war nur eine Trainingsmaßnahme. Also er möchte, dass wir da wieder mehr Gegenstoßtore erzielen. Also sind wir nur am Laufen. Am Laufen und Bälle reinwerfen. Genau. Und die Torhüter müssen auch genaue und schnelle Pässe spielen. Jetzt würde ich vielleicht kurz meine eigentliche Frage stellen wollen. Für dich ist Abschiedstour, haben wir gerade schon gehört. Mein Kollege hat gesagt, du hast gesagt, das ist sehr emotional für dich teilweise auch. Ist es jetzt nochmal schön, in Göppingen oder gegen Göppingen zu spielen, auf der Abschiedstour sozusagen? Ja, dadurch, dass man in einer Saison zweimal gegen eine Mannschaft antreten muss, dann kommt das immer vor, dass man auch gegen seine ehemaligen Mannschaften spielt. Und das, also emotional ist es immer, wenn man eine lange Ehe, so wie bei mir jetzt nach 10 Jahren in Deutschland, beenden wird. Aber das muss man ja genießen können, dass die vollen Hallen nochmal man erleben darf. Weil in den anderen Ligen in Europa ist es nicht oft der Fall, dass so viele Zuschauer zum Ligaspiel kommen. Also da geht man einfach in jedes Spiel rein und genießt man das. Ich glaube, da man weiß das dann zu schätzen, wenn das dann irgendwann aufhört. Früher nimmt man das einfach so, als normal war. Hannes Ries, Handballwoche. Herr Horak, sind noch viele Kameraden aus Ihrer damaligen Zeit aktiv? Oder? Einige. Einige. Es werden weniger, aber ich weiß das jetzt nicht genau. Ich kann das jetzt nicht auf die Schnelle aufzählen. Noch aber Statistik noch schauen. Ich kenne viele Spieler von Göppingen noch aus meiner aktiven Zeit. Andersson, Sie haben gesagt, Sie waren alle waren nach dem letzten Spiel enttäuscht. Sind Sie mit einem Gespräch oder ohne ein Sondergespräch in die Normalität zurückgegangen? Ja, Normalität kommt immer zurück. Man muss wieder nächsten Tag übernächsten Tag dran arbeiten. Aber wir haben auch ein kleines Gespräch gehabt. Genau wie dein Kollege vorher gesagt hat, die Chancenverwertung und so weiter. Ich bin ja froh, dass wir diese spielerisch und die Chancen rausspielen, aber ich finde in letzter Zeit auch in gewisse Gegner haben wir da zu viel verworfen und jetzt will ich, das kann passieren, Aufsteiger auf jeden Fall, besser Torhüter und so weiter und, aber ich finde, wir können da selbstverständlich auch Tore reinwerfen, aber dass wir da einfach nach zwei verschossene oder Fehlwürfe, dass einmal die Knie bluten, dass ich mich da noch mehr reinhaut, das ist noch mehr ein Tor, dass die letzte Spiele rüberkommt und dass wir noch mehr Wille haben, um ein Tor zu erzielen, Spiele zu gewinnen und so weiter. Diese kleine Hürde müssen wir drüber kommen und drüber springen, dann gewinnen wir auch Spiele. Ist der HC jetzt aufgrund der Tabellensituation Favorit oder Außenseiter aufgrund der internationalen Erfolge von Göppingen? Ich finde hier zu Hause auf jeden Fall 50-50. Also es kommt eine gute Mannschaft, wie gesagt, habe ich auch gesagt, erfahrene Mannschaft, Spieler, die lange dabei waren. Die haben ja, glaube ich, sind selber auch ein bisschen enttäuscht von ihrer Saison in der Bundesliga, glaube ich. Die haben bestimmte Höheransprüche und können auch besser dastehen, sodass die auch diese letzten Spiele nutzen wollen, um vielleicht noch höher zu kommen. Das ist selbstverständlich so. Aber ich finde, wir sind stark zu Hause. Wir haben oft gezeigt, wie gut wir spielen können hier, auch gute Gegner schlagen. So deswegen finde ich es 50-50. Aber kommt natürlich auf Tagesform an und alle diese Sachen. Aber, ja.
es weitere Fragen? Machen wir das Mikrofon auf die andere Seite. Nochmal Katharina Tonsch. Genau, Robert, jetzt an dich vielleicht noch. Mein Kollege hat dich zitiert, dass du stinksauer warst nach dem letzten Spiel. Wie verraucht denn der Zorn beim Robert Andersson? Gehst du dann kurz joggen oder trittst du irgendwie Bäume kurz und klein? Und wie ist so die Verarbeitung gelaufen? Nein. Klar, man ist vielleicht als Trainer, hat man diese Enttäuschung ein bisschen mehr. Als Spieler musste man schnell das wieder verarbeiten, neues Spiel, und war ein bisschen einfacher. Aber nee, es war sehr enttäuscht, weil das war ein Spiel, das wir eigentlich gewinnen müssen sollen. Wir haben das selber aus der Hand, und das andere Spiele war das nicht so deutlich, finde ich. Ich war länger enttäuscht, mehrere Stunden, mehrere Tage als normal. Aber man muss trotzdem irgendwann das loslassen, selber mit Training, selbstverständlich, das ist immer gut. Aber dann muss man sich auf neue Trainingseinheiten vorbereiten, neue Ideen, neue Gegner und so weiter. So, das ist einfach normal, dass man das loslassen muss. Ja. Es kommt ja jetzt eine Mannschaft, sagen wir mal, auf Augenhöhe in dieser Saison. Ist das für euch ein Vorteil, weil gegen Kellerkinder habt ihr euch die ganze Saison mit ein paar Ausnahmen sehr schwer getan? Ja, wir spielen besser gegen solche Mannschaften, das stimmt. Wir ärgern uns darüber, gegen diese verlorenen Punkte, gegen diese Mannschaften, aber wenn man dann über die ganze Saison sieht, haben wir ja die Punkte geholt gegen diese Mannschaften, so das gleicht sich ja aus. Vielleicht hätte man das ein bisschen andersrum, aber ich glaube auch, dass wir besser spielen oder bessere Chancen haben gegen solche Mannschaften. Das haben uns in dieser Saison ausgezeichnet, finde ich. Vielleicht noch eine Frage nochmal zum letzten Spiel. Bei Martin hast du dann ja reagiert und hast ihn runtergenommen. Bei Ole hast du es nicht gemacht, der ja im Grunde nicht viel besser agiert hat. Stimmt, wenn man das über 60 Minuten macht, dann war er, hat ja immer verworfen, Ole hat ja verworfen, Tor verworfen, also da hat er trotzdem dazwischen. Stimmt, dann kommt es natürlich auch im Kopf andere Sachen, wie die Woche war, Trainings, wie hat andere Spieler da, also das kommt alles zusammen, aber klar hätte man da auch anders reagieren können, stimmt. Gibt es noch weitere Fragen? Noch eine Frage zur Abschiedstour. Ich weiß nicht, wie enttäuscht bist du denn vielleicht auch, dass es in der Bundesliga nicht mehr weitergeht? Es fiel ja öfters auch so ein bisschen der Eindruck, als wärst du zu alt. Hast du das Gefühl, es ist so? Überhaupt nicht. Aber ich bin nicht enttäuscht. Ich habe noch die Möglichkeit, bei einem Champions League-Teilnehmer weiter 2 Jahre zu spielen. Also die sind auch noch nicht der Meinung, dass ich zu alt bin. Und ja, hier in Deutschland laufen jetzt viele junge Spieler, aber ich schaffe das immer wieder, auch mit denen mitzuhalten. Also, nee, ich fühle mich nicht zu alt. Manchmal sind meine Knie von anderen überzeugt, aber nee. Ich glaube, ich kann noch das eine oder andere Jahr gut Handball spielen, solange der Körper es mitmacht. Aber beim Handball passiert es sehr schnell. Also da kann sich das sehr schnell ändern. Enttäuscht, dass es hier in Erlangen nicht weitergeht? Nee, man muss damit klarkommen, weil das so ist das Leben des Sportlers. Ich hätte auch davor 3 Jahre in Berlin bleiben können, bin dann nach 2 Jahren gegangen. Also damit rechnet man. Und ich so eine Veränderungen, ich glaube, die sind auch nicht schlecht, weil ich davor 6 Jahre in Göppingen war. Und da gab es wenige Änderungen und dann war ich irgendwann unglücklich, weil es auch nicht handballerisch so lief. Und ne, man muss das Positive draus nehmen und nicht sich an den Enttäuschungen oder an den negativen Gefühlen festhängen. Gibt es noch Fragen? Ist nicht der Fall. Dann danke ich fürs Kommen. Wir sehen uns alle am Sonntag um 17:15 Uhr hier wieder. Vielen Dank. Tschüss.